Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ein kurzer Ausflug nach Bad Buchau an den Federsee. Inmitten des 33 Quadratkilometer größten zusammenhängenden Moorgebiets Süddeutschlands liegt er, der 1,4 Quadratkilometer große Federsee. Aber erstmal geht es durch das Moorgebiet nach Bad Buchau auf den Parkplatz. Und von dort aus laufen wir einen circa Kilometer bis zum Wackelwald. Der Wackelwald liegt am Ortsrand von Bad Buchau in der Nähe des Kurparks. Die Bäume stehen hier auf Moorboden, entstanden aus der Verlandung des nacheiszeitlichen Federsees. Deshalb können Besucher hier ein außergewöhnliches Phänomen erleben. Die obere Torfschicht ist ca. nur 30 cm dick und wird durch die Wurzeln der Bäume zusammengehalten. Wir befinden uns im Wackelwald. Hier merkt man schon, wie hier relativ der Boden wackelt. Wenn ich ein bisschen nachgehe, der ganze Boden und alles, die ganzen Bäume wackeln. Wenn je stärker ich mache, desto mehr wackelt sie. Ich möchte da nicht durchfallen. Mit meinem Gewicht sowieso. Wir haben hier bloß eine dünne Oberfläche. Die unten ist alles Wasser und das ist eine dünne Oberfläche. Ja, und hier nochmal eine Stelle hier. Sieht man eindeutig. Hier wackelt es auch ganz schön. Man sieht es richtig wie die Bäume. Ja, wohl der vordere Platz war fast besser. Wenn die Erde unter einem wackelt, man kommt sich vor, wie wenn es hier ein Erdbeben gäbe. Und es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man hier entlang läuft. Der Nabu hat im Wackelwald einen Naturerlebnispfad eingerichtet. An 8 Stationen auf ca. 600 Metern Länge erfahren große und kleine Naturfreunde etwas über die Entstehung des Federsee-Moors. Auf jeden Fall hat es sich mal wieder gelohnt, hierher zu kommen. Ein wieder mal schöner, mystischer Ort. Wenn euch mein Film bisher gefallen hat, lasst mir doch gleich ein Abo da. Ich wäre euch sehr dankbar. Danke. Und weiter geht's vom Wackelwald an den Parkplatz des Federsee-Museums. Es ist hier ein einzigartiges Vogelschutzgebiet und auch Naturschutzgebiet. Und die 4 prähistorischen Pfahlbauten wurden 2011 dem UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt. Die Eintrittspreise halten sich in Grenzen und jetzt allerdings im Winter hat hier niemand kassiert. Jetzt hat man einen schönen langen Holzsteg, der ca. 2 Kilometer lang ist, zu den Plattformen an den Aussichtspunkten des Federsees. Es ist doch ein wunderschönes Naturerlebnis, wenn man hier diesen langen Steg entlangläuft. Wieso heißt der Federsee eigentlich Federsee? Der Name kommt wahrscheinlich aus dem Keltischen und bedeutet Moor oder Sumpf. Doch gibt es Legenden über den See, die noch viel älter sein sollen. Anscheinend soll hier auch eine Stadt versunken sein, die recht gottlos gelebt hat. Noch heute hört man aus dem Sumpf Glockengeläut, was Einheimische berichten. Es gibt so viele verschiedene Versionen über mystische oder Mythen von diesem Federsee, aber auch Legenden. Jetzt sind wir am Federnsee hier im Oberschwaben, ganz vor meiner Haustür.
Und das ist hier ein See, der ist ungefähr 2,5 Kilometer lang, aber relativ niedrig, von 1 Meter bis 3,50 Meter nur. Hat eine Fläche ungefähr von 143 Hektar und ist Sumpfgebiet. Ja, und der Federnsee hat hier, ist in einer Höhe von 580 Meter über Meereshöhe und ist eines der höchsten Moorgebiete hier in Süddeutschland. Wir haben Glück mit dem Wetter, also ganz toll heute, richtig mystisch auch der Federnsee heute und vor allem ohne Leute. Also es ist hier ganz ruhig und der ist auch leicht zugefroren, aber nicht begehbar, weil die Eisdecke hat vielleicht 1 Zentimeter. Ja, im Sommer und im Herbst wimmelt es hier nur von Leuten, vor allem Leute mit Ferngläsern, die Vögel beobachten. Jetzt zur Winterzeit hat man nur die Möglichkeit, ein paar Enten oder andere Vögel zu beobachten, die nicht in den Süden geflogen sind. Gut, dass der Mensch hier nicht alles kaputt machen kann, denn die Vögel- und Pflanzenwelt ist hier gut geschützt. Ich kann hier nur auf diesem Steg laufen und nicht nach rechts und links ausweichen. Die 2 Kilometer hin und wieder Rückweg lohnen sich auf jeden Fall für einen wunderschönen Sonntagsspaziergang. Hier noch die Aussichtsplattform mit Fernglas. Wenn euch mein Film bis hierher gefallen hat, dann lasst mir doch einen Like da oder abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keinen Film mehr von mir. Bilder habe ich mal wieder geschossen mit der Alpha 7 III und Videoaufnahmen auch mit der Insta 360 One X2 Kamera sowie mit der GoPro. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, gibt es am Eingang am Parkplatz das Federsee-Museum, das übrigens alle Pfahlbauten, Nachbauten hat und ganz interessant ist. Es wäre toll, wenn ihr meinen Kanal unterstützt mit einem Abo. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und bleibt gesund. Bis dann, euer Markus Heine.